Tonnen sollten Teil der Bahn sein. Da könnt ihr ausrechnen, was gewinnt sind. Jetzt wird das Gelände immer letzter und steiler und es geht los. Da war Manfred, ja. Er schüttelt den Kopf, weiß ich warum. Ja, wie gesagt, wunderbar. 40 Meter breiter Straße, 45. 90% stehen geblieben. So soll es sein. Nächstes Jahr durchleitern, dann kann es wachsen da. Der Boden ist ja perfekt. Da sieht man ja das Holz auch noch. Das kommt auch noch weg da für uns. Nächste Baustelle noch. Ja. 90 bis 100 Jahre fahren. Überall. Passt, dass der Boden da gut ist. Da ist es Saal. Ja, okay. Was für eine Leichtigkeit, ja? Mit 1000 Kilo ist er immer vorgespannt, der Wind. Glaube ich, wenn ich da glaube. Da wird kein Weg und nichts hin. Er fährt schön auf, aber die Böschung. Perfekt. Wenn ich schalte, da alles selber. Perfekt. Die Wünsche. Haben wir nicht einmal geankert da oben, einfach umgestellt, haben wir nichts geankert, normal umgestellt, kein Problem. So, und Mittag ist, Und der Chef. Ja. Hey, was ist denn los, Peppo? Der Tee kocht auch schon, der Tee. Peppo, der Tee kocht. Ja, perfekt, der Tee ist auch schon fertig. Was willst du mehr? Alles mit. Ja, Peppo. Peppo, was war denn da? Ah, Peppo hat Arbeit. Drei Bäume hat er nicht am Laufen gebracht. 2,5 Bäume ungefähr hat er drauf da. Alles fertig. Ja. Jetzt müssen wir halt schauen. Da die Tonne vor mir muss stehen bleiben. Ja, der Baum ist genau dabei. Jetzt wollen wir mal schauen,
ob wir mit dem Feldkäb das wegbringen oder nicht. Und sonst werden wir natürlich schneiden müssen. Schauen wir mal. Jetzt tue ich halt mal einen Keil rein. Das geht halt nur mit sowas. Ja, dass wir noch schneiden müssen. Dann ruft den vorbei um. Ja. So, und jetzt werden wir noch beschneiden. Jetzt sind wir am Limit. Jetzt haben wir einen Keil drin. Und jetzt werden wir noch beschneiden. Ja, perfekt. Genau so! Ich will auch ein gutes Beispiel machen. Den Keil dazwischen legen. Aber Holz, ha? Sag es einmal noch. Holz, Holz, Holz. Alles weg da oben, alles. Alles weg da oben, alles, alles, alles. Da auf, alles weg. Ja. So, wenn der mal nochmal durch da steht, dann hast du ein bisschen Moos. Nein. Gebogen oder nicht gebogen, keine Ahnung. Jetzt habe ich Kopf 42 Meter. Hey. Ja. Reifes Holz hat sich schon. Zehn Stück, eine und der Wipfel. 10 Stück, 40 Meter gefahren. Wie gesagt, 40 Meter. Holz.
Nummer 4er. Er ist braun. Jetzt schon, Vierer.